hallo auch erstmal in die Runde. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Das macht dann immer am meisten Spaß. Hallo, mein Name ist Insa Heinemann, natürlich auch gerne per Du heute. Und ich bin bei der Braunschweigischen Stiftung seit jetzt fast 8 Jahren und bin dort im Bereich Projektmanagement und im Bereich Kommunikation unterwegs. Und darf aber vor allen Dingen unsere digitale Strategie seit Anfang an im Kernteam mit begleiten. Und das sind jetzt auch schon fast 5 Jahre. Wenn man sich so darauf vorbereitet auf heute, geht man ja auch mal noch mal ein bisschen in den Rückblick. Und es sind jetzt fast 5 Jahre, wo wir uns mit solchen Themen beschäftigen dürfen. Und ich freue mich sehr auf die Session heute zum Thema Organisatorisches. Muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so richtig viel sagen. Das wurde mir jetzt schon alles abgenommen. Die Fragen bitte gerne im Chat stellen. Wir geben jetzt einen kleinen Impuls und wenn Fragen da sind, einfach in den Chat. Wir sammeln die erstmal, gucken, ob die in dem Moment passen. Ansonsten aber auch gerne am Ende, wenn wir in den Austausch gehen. Die Präsentation, haben wir gesagt, stellen wir natürlich im Nachgang zur Verfügung, beziehungsweise ich glaube, sie ist sogar schon hochgeladen. Eine Anmerkung noch, wir nehmen wahrscheinlich in unserer Session oft Bezug zu unserem E-Paper, beziehungsweise zu unseren beiden E-Papern. Wir haben 2 kostenlose E-Paper zu unserer digitalen Strategie rausgebracht und nehmen da bestimmt jetzt ab und an mal Bezug drauf. Wer da Interesse dran hat, sich die auch mal anzuschauen und da mal ein bisschen nachzulesen im Nachgang noch, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Friedemann, mein Kollege, wird Sie gleich auch schon mal die Links unten in den Chat packen, aber auch gleich im Nachgang oder am Ende der Session werden wir die Links auch noch mal reinschicken, sodass ihr euch die gerne abspeichern könnt und auch im Nachgang noch mal ein bisschen ein paar mehr Infos zu unserer digitalen Reise der letzten 5 Jahre nachlesen könnt. Das war's zum Organisatorischen und deswegen würde ich jetzt gleich einfach schon mal starten. Worum soll es heute gehen? Unsere Session heißt Alle an Bord, warum die beste digitale Strategie auch scheitern kann. Der Fokus unserer Session und, soll... Insa, bevor du loslegst, merkt man, dass der erste Hoppla schon passiert ist. Ich würde auch ganz kurz noch was zu mir sagen und zu meiner Stiftung sagen. Ich bin sozusagen der kleine Sidekick zu Insa. Wir treiben die digitale Strategie voran. Die Braunschweigische Stiftung hat bei uns 11 Mitarbeitende. Wir fördern im Wesentlichen im Braunschweigischen Land. Das ist eine Teilregion von Niedersachsen. Wir machen aber auch operative Projekte und wir fördern ungefähr so 800.000 bis 1 Million Euro im Jahr, haben darüber hinaus noch 2 GmbHs, die eine verwaltet Stiftungen von Dritten, ungefähr 80 Stück, und die andere betreibt ein Porzellanmuseum in Südniedersachsen. Also umso wichtiger, dass alle an Bord sind, zeigt uns, dass man auch mal jemanden vergessen kann, wie gerade eben. Aber Insa, genug reingekrätscht, bitte nimm uns mal mit, was heute passiert. Nee, alles gut. Sorry, ich dachte, du machst das gleich, wenn du gleich dran bist. Aber alles gut, umso besser. Dann können wir den Bogen nämlich nochmal gleich richtig schlagen und war es wichtig, einmal auch vorzustellen, in welchem Rahmen wir so tätig sind, weil ich glaube, das ist ja auch mal ein bisschen abhängig davon, wie groß vielleicht eine Organisation, wie klein sie ist und wie sie aufgestellt ist und was unser Tun am Ende auch ist. Und wie gesagt, wir möchten heute aber gar nicht auf unsere große digitale Strategie im Einzelnen eingehen, sondern möchten vor allen Dingen heute den Fokus auf den Faktor Mensch legen und möchten euch da in diesem Rahmen aber natürlich einmal auch ganz kurz eine mental mit an Bord nehmen, wenn wir jetzt in dieser Bildsprache bleiben, warum und wieso wir überhaupt eine Digitalstrategie für uns als wichtig empfunden haben und warum wir das immer noch nach wie vor als wichtig und richtig finden, so etwas umzusetzen. Wir möchten euch vor allen Dingen aber auch heute Best Cases vorstellen, also Möglichkeiten, wie man den Faktor Menschen so in einer Strategie einfach wirklich auch gut einbinden kann. Und bevor wir ganz am Ende, aber auch vor allen Dingen sehr, sehr gerne in den Austausch gehen, möchten wir euch vor allen Dingen heute auch nochmal ganz kostenlose Tipps mit an die Hand geben, wie man aber auch so richtig baden gehen kann, wenn man an was man sich halten soll, wenn man es so richtig am Ende nicht hinbekommen möchte. Und jetzt würde ich an der Stelle einfach auch an Friedemann wieder abgeben, der uns einmal ganz kurz mental mit an Bord nimmt, warum und wieso überhaupt eine Digitalstrategie. Wir haben angefangen, uns mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und da war die Frage, warum, eine ganz wichtige. Weil als Förderstiftung, wenn man so eine Geldhöhe zu vergeben hat wie wir, dann kann man relativ sicher sein, dass man am Ende des Jahres dieses Geld auch relativ los wird, ohne dass man total digital unterwegs ist. Aber wir hatten 2 wesentliche Beweggründe, warum wir das gemacht haben. Zum einen wollten wir die Bedarfe unserer Zielgruppe bestmöglich treffen und zum anderen
einfach auch so wirksam wie möglich agieren. Und da zählte Digitalisierung oder die Digitalisierung unseres Tuns zu einem wichtigen Werkzeug. Deswegen haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und wir wollten, oder wir haben gestartet mit der Kommunikation unserer Stiftung und wollten aber nicht einfach irgendwie einen Facebook-Account anlegen und dann mal gucken, was passiert, sondern wenn wir das Thema Kommunikation digitalisieren, wollten wir es richtig machen. Das heißt, wir haben uns eine Strategie zurechtgelegt und haben das Thema ganzheitlich begriffen. Und wenn man dieses Thema ganzheitlich angeht, dann ist man relativ schnell auch bei dem Thema Organisationsentwicklung, weil das Thema macht was mit einem sozusagen. Wenn man A sagt, dann kommt ganz schnell auch B und C und D. Und das ist uns nicht anders gegangen. Und deswegen haben wir uns, weil wir so ein bisschen Skepsis hatten vor diesem organisationsentwicklerischen Thema, an der Stelle Hilfe genommen. Die Hilfe war Quidersense. Das ist eine Beratungsagentur aus Berlin, die insbesondere im gemeinnützigen Bereich unterwegs ist und da hohe Kompetenzen hat. Und mit denen haben wir dieses Projekt als Kooperationsprojekt gestaltet und sind sehr gemeinsam des Wegs gegangen. Die hatten ein bisschen eine andere Perspektive als wir. Die wollten sich gewissermaßen ein Geschäftsfeld erschließen und wir wollten unsere Organisation digitalisieren. Und Digitalisierung in einem gemeinnützigen in einer gemeinnützigen Organisation ist nochmal ein Stück weit anders, als das beispielsweise in einem Unternehmen der Fall ist. Weil wir ja natürlich ganz viele KollegInnen haben, die mit einer hohen intrinsischen Motivation dabei sind und nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Das heißt, die identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit und denen von oben was vorzugeben, was sie einfach nur erfüllen müssen, eine Digitalisierungsstrategie vorzugeben, das erschien uns nicht richtig und deswegen war es uns so wichtig, alle auch in einem sehr offenen und transparenten und partizipativen Prozess mitzunehmen. Und warum die Menschen so wichtig sind, das erzählt Insa jetzt weiter. Faktor Mensch, ja. Ich möchte eigentlich ganz kurz nochmal, bevor wir da einsteigen, habe ich ein Zitat mitgebracht, beziehungsweise eine Frage, die auch bei uns im E-Paper immer wieder auftaucht und die uns in den letzten Jahren immer wieder über den Weg gelaufen ist. Und zwar, wie schaffen wir es, diesen Prozess aktiv zu gestalten, statt von ihm gestaltet zu werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich einfach vor allen Dingen auch immer wieder stellen sollte, vor allen Dingen, wenn so ein Prozess so über so viele Jahre einfach läuft und auch immer wieder natürlich dynamisch ist und agil ist und auch angepasst wird. Und aber was heißt der Faktor Mensch? Wie hieß da oder was haben wir daraus gezogen? Und deswegen möchte ich einmal nochmal wieder einen Schritt zurücknehmen. 11 MitarbeiterInnen sind wir bei uns. Das ist erstmal überschaubar, denkt man sich. Und aber am Ende sind das einfach auch 11 verschiedene Haltungen, Einstellungen, Meinungen, Vorkenntnisse, aber natürlich vor allen Dingen auch. Und jeder oder jede von uns hat einfach auch sein Daily Business. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und nicht jeder von uns hat darauf gewartet, dass wir jetzt, Friedemann und ich, um die Ecke kommen und sagen, wir haben eine digitale Strategie, habt ihr Lust drauf? Weil ich glaube, da hat jeder sein eigenes Doing am Tag. Und unsere jüngste Mitarbeiterin ist Mitte 20. Unsere älteste Mitarbeiterin ist Mitte 50 und ich glaube, auch da ist klar, dass es da vielleicht auch verschiedene digitale Affinitäten einfach zu gibt. Und daher war es unsere größte Herausforderung eigentlich zunächst erstmal wir als Kernteam, das waren Friedemann und ich und noch eine weitere Kollegin, die größte Herausforderung, dass wir die Kolleginnen, die, sagen wir mal, vielleicht auch außerhalb ihres Arbeitsbereiches ganz, ganz unterschiedlich mit diesem Thema Digitalisierung umgehen und sich damit befassen, und vielleicht auch einfach viel weniger digital affin sind, als wir das jetzt sind, mitzunehmen, zu begeistern und vor allen Dingen aber auch sie abzuholen dort, wo sie sind. Und für mich war immer ganz, ganz wichtig, dieses Buzzword Digitalisierung, das uns ja seit Jahren umgibt, einfach auch mal ein bisschen zu entzaubern und es einfach mal auch so ein bisschen, dass man es einfach wirklich anpacken kann und einfach auch wirklich sieht, was das für seinen eigenen Bereich bedeutet und dass man seine Bedürfnisse dahingehend einfach auch konkretisieren kann überhaupt. Das Kernteam, was ich gerade schon genannt hatte, was bei uns aus 3 Personen bestand, sollte um Gottes Willen nicht diese Rolle der Nerds bekommen und der Rest des Teams läuft einfach nur mit und wir haben den Plan und der Rest macht das, was wir sagen. Das war uns auch wichtig. Es war uns immer sehr, sehr wichtig, ein offenes Ohr einfach auch zu haben dafür, für die Wünsche, für die Ideen, vor allen Dingen aber auch für die Fragen, die einfach aufgekommen sind. Und
Das Ganze erforderte wirklich ein ganz großes Maß an Sensibilität. Und ich muss sagen, dass mir das zu Beginn des Prozesses gar nicht so bewusst war, wie wichtig dieser Faktor Mensch oder dann am Ende halt wirklich das ganze Team einfach letztendlich auch ist. Und welchen Weg oder welche Instrumente wir dafür benutzt haben im Rahmen dieses Prozesses, um unser ganzes Team ständig mit wirklich mental auch an Bord zu haben. Davon haben wir einige Beispiele heute mitgebracht, die ich gerne vorstellen würde. Unser Ziel war es dabei ja immer auch zu versuchen, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Also es sollte nicht so sein, dass man einfach mal wieder in den Kalender guckt und sagt, ah, diese Woche ist mal wieder ein Thema, digitale Strategien, Termin eingestellt. Na gut, mache ich mit. Nächste und dann 20 Minuten später beschäftige ich mich wieder mit einem neuen Thema, sondern wir haben schon versucht, dass auch immer, dass unsere Kolleginnen einfach auch neugierig waren, was jetzt als nächstes passiert. Was man auch nicht vergessen darf, auch wenn wir dort 11 verschiedene MitarbeiterInnen sitzen haben, aber wir hatten auch 11 verschiedene Personen mit Expertise dort sitzen und wir wollten uns einfach natürlich auch dem bedienen am Ende. Und jeder von uns sollte einfach merken, dass das jetzt kein Prozess ist, den wir von oben einfach reindrücken in die Stiftung und sagen, so, das habt ihr jetzt umzusetzen, sondern wir wollten schon, dass das einfach auch ein Prozess ist, der aus dem Team einfach heraus entsteht und dass jeder versteht, was es am Ende vielleicht auch für Erleichterungen mit sich bringen kann, wenn man erstmal wieder ein bisschen Arbeit investiert oder auch am Ende vor allen Dingen Zeit gewinnen. Und das erste Format, was wir für diesen Prozess benutzt haben, ist der Kickoff dieses Prozesses. Das hört sich jetzt erstmal total selbstverständlich an, aber deswegen ist es ja am Ende nicht weniger wichtig. Und wir haben unseren Prozess für diese ganzheitliche digitale Strategie im Mai 2019 begonnen mit einem Kickoff mit der gesamten Geschäftsstelle. Und ich habe es schon mehrmals erwähnt, also ihr könnt euch auch sicherlich vorstellen, unsere Kolleginnen haben einen Termin im Kalender gesehen, der ging über 4 Stunden, da stand dann drin Kick-off digitale Strategie, die Begeisterung war groß. Ja, und ich glaube, es war für uns aber vor allen Dingen auch eher so ein symbolischer Akt, wir haben uns da gar nicht in dem Sinne was von erwartet, dass wir da schon mit großen Ergebnissen rausgehen. Wir wollten genau das klar machen, was ich schon jetzt in den letzten Minuten erzählt habe, dass ich gesagt habe, wir möchten eine gemeinsame Sprache für diesen Prozess finden. Den Kickoff selber, diesen Workshop haben damals die beiden Damen von Wider Sense, die wir gerade schon erwähnt haben, geführt. Das war uns auch wichtig, dass da auch wirklich nicht nur wir dort sitzen, sondern dass da auch jemand von außen kommt, der unsere Kolleginnen einfach auch nochmal mit an die Hand gibt und eine ganz andere Perspektive darauf einfach gibt. Nach diesem Termin waren wirklich mental alle an Bord. Alle waren auch motiviert, der eine mehr, der andere weniger, würde ich jetzt mal sagen, aber zumindest waren alle gespannt darauf, was jetzt einfach noch passiert. Und wir haben daher auch immer versucht, diese Termine, die wir hatten, sehr, sehr praxisorientiert zu machen. Also es sollte keine Frontalbeschallung sein, es sollte auch kein Mitschreiben sein, sondern es sollte immer ein Mitgestalten sein und dass jeder das Gefühl auch hatte, es ist einfach gerade super wichtig, dass er auch dabei sitzt. Und uns war es aber permanent auch wichtig, immer aufzuzeigen und ich glaube auch uns selbst immer oft aufzuzeigen, welche Vorteile einfach so ein Weg dann auch am Ende haben kann. Und wir haben uns zwar gewünscht, aber man muss dabei, glaube ich, auch immer vorsichtig sein. Wir haben uns gewünscht, dass jeder sich einbringt. Aber ich glaube, es ist ganz ein schmaler Grat, auch eine Erwartungshaltung zu formulieren, weil sich jeder vielleicht dann am Ende auch wieder dazu gemaßregelt fühlt, da jetzt irgendwie Input zu geben. Das heißt, da mussten wir wirklich immer sehr, sehr sensibel sein und das ging nicht für das ganze Team galt nicht die gleiche Regel. Also das war dann wirklich Einzelgespräche, die man dann auch viel geführt hat. Wir wollten aber diesen Prozess vor allen Dingen nicht auch nur in der ganzen Gruppe diskutieren, sondern uns war sehr, sehr wichtig, dass wir jedes einzelne Teammitglied in diesen Prozess involvieren. Und daher möchte ich dann unser zweites Instrument oder unsere zweite Vorgehensweise auch einmal vorstellen. Und zwar haben wir Interviews. Lisa, bevor du das machst, schieße ich mal mit einer Frage von Manfred rein. Ja, gerne. Also, was wäre der Inhalt des Kickoffs? Kannst du dazu vielleicht nochmal 2 Sätze mehr sagen? Also letztendlich haben wir, ich weiß noch, dass wir sehr, sehr offen begonnen haben und haben wirklich einfach erstmal alle zu Wort kommen lassen. Jeder sollte einfach erstmal aus seiner Perspektive erzählen, was er überhaupt unter digitaler Strategie versteht. Was versteht man unter digital, Digitalisierung? Wir haben wirklich erstmal gesammelt, ohne Ende, ohne irgendwas zu beurteilen, irgendwas zu clustern, sondern einfach wirklich erstmal Brainstorming gemacht und dann natürlich Erwartungshaltung abgefragt. Fragt, was könntest du dir vorstellen, was am Ende dieses Prozesses, wann auch immer der ist, zu sagen, das ist halt dein Ziel, was du mit dieser digitalen Strategie erreichen möchtest.
Und es war für alle, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das genauso wie es für mich am Anfang auch war. Ich fand dieses Wort Digitalisierung und Stiftung konnte ich jetzt erstmal nicht wirklich so zusammenbringen, dass ich jetzt genau wusste, was hat das jetzt für meinen Arbeitsbereich irgendwo am Ende zu bieten. Und das, dieses zu entzaubern und zu auseinanderzunehmen erstmal, war, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Es ging gar nicht darum, dass wir da rausgehen und am Ende jetzt erstmal schon Ergebnisse haben, sondern jeder sollte erstmal Lust drauf bekommen. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Und nicht jeder sollte wieder denken, wann steht der nächste Termin im Kalender, wo ich 4 Stunden meiner Arbeitszeit wieder mit vergeuden muss. Das, Friedemann, hast du noch eine Anmerkung dazu erstmal in dem Fall? Ja, also ganz simpel haben wir einfach auch den Zeitplan nochmal aufgezeigt. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, damit jeder weiß, was ihn in nächster Zeit zu diesem Thema erwartet. Und dann gab es dazu einfach Fragen, was heißt das konkret? Der Kickoff war einfach auch ganz wichtig, um eine Skepsis zu nehmen und auch zu sagen, ey, das, so wie du deine Arbeit heute machst, das ist morgen nicht obsolet, sondern das ist eine Ergänzung und wir gehen mit gesundem Menschenverstand vor und machen das einfach Stück für Stück. Da, das, glaube ich, war so einfach nochmal die Message aus diesem oder in diesem Kickoff. Gab es einen Konsens im Brainstorming? Also ich kann mich noch erinnern, dass wir durchaus auch auf, sagen wir mal, Haltungen gestoßen sind, die jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltend waren, um das jetzt mal so auszudrücken. Und wir hatten aber auch durchaus, und das fanden wir dann auch ganz toll, auch solche Erfahrungen, dass eine Kollegin gesagt hat, ich habe richtig Lust, euch da zu unterstützen und würde da gerne mit ins Team kommen und da halt irgendwie auch ganz viel selber mit lernen und das mit umsetzen in den nächsten Jahre. Und das haben wir überhaupt nicht erwartet an dem Zeitpunkt zum Beispiel, ne? Und das war natürlich, hat diesen Projekt einfach auch nochmal extrem nach vorne gebracht, weil man einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise mit drin hatte. Und aber es gab mit Sicherheit, bin ich mir auch nach wie vor sicher, dass an dem Punkt noch nicht alle davon begeistert waren und eher gesehen haben, wie viel Zeit sie da jetzt investieren sollen. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, da viele, ich stelle jetzt noch 2, 3 andere Dinge vor, wie wir vorgegangen sind. Von Schritt für Schritt hat man gemerkt, und jetzt passiert wieder was und jetzt passiert wieder was. Und wir können ja auch im Nachgang nochmal sagen, wo wir jetzt, an welchem Punkt wir jetzt sind. Ich habe eben gerade gesagt, wir haben in der Gruppe diesen Kickoff, das ist einer von vielen Terminen in der Gruppe gewesen, aber das war so der symbolischste Auftakt dieses Ganzen. Aber wir haben im Nachgang auch vor allen Dingen ein Format nochmal gewählt, wo jeder zu Wort kommen sollte, auch alleine und nicht in der Gruppe, weil wir wissen selber, in der Gruppe, vielleicht sagt man manchmal Dinge auch nicht, vielleicht kommt man sie auch nicht, vielleicht traut man sich in dem Moment auch einfach nicht. Und von daher waren uns diese Interviews auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ich fand, das war fast der spannendste Schritt, weil da wurde es halt auch einfach mal so sehr haptisch für jeden Einzelnen. Und die Interviews wurden auch wieder von Wider Sense geführt. Das war auch sehr wichtig, dass wir das nicht aus der Stiftung herausgetan haben, sondern dass es auch jemand Externes gemacht hat. Und es wurden anhand eines Interview-Leitfadens verschiedene Themenblöcke abgefragt. Und das waren wirklich Themenblöcke, die jetzt erstmal, wo man denkt, vielleicht nicht was unbedingt was mit Digitalisierung zu tun haben, die aber am Ende ganz, ganz wertvoll waren. Das war zum Beispiel wirklich einfach ganz klassisch erstmal seinen Arbeitsbereich zu beschreiben. Was sind gute und was sind schlechte Prozesse, die ich jeden Tag auf dem Schreibtisch habe und die gut funktionieren? Aber wie gehe ich zum Beispiel auch mit Abwesenheiten um, wenn meine Kollegin krank ist? Was hat das für Auswirkungen auf mich? Wie wird sowas gehandhabt? Aber auch Urlaubsvertretungen natürlich zum Beispiel. Aber auch Schnittstellen zu anderen Bereichen in der Stiftung. Habe ich überhaupt welche? Sind die überhaupt relevant? Und bräuchte ich die vielleicht auch gar nicht? Oder muss ich Schnittstellen vielleicht noch besser nutzen? Aber dann natürlich am Ende auch, welche Tools und Softwarelösungen nutze ich für meinen Arbeitsplatz gerade? Gibt es vielleicht auch Tools, die wir haben und die man aber gar nicht nutzt? Oder wir haben welche und die braucht man gar nicht, weil man es einfach vereinfachen kann. Oder ein Tool bildet zum Beispiel alle möglichen Nutzen ab, die man einfach überall verschieden handhabt. Ja, also das waren alles so Themen, die dann einfach erstmal aufgenommen wurden und erfragt wurden. Und ganz am Ende war es aber auch ein Themenblock noch, der sehr, sehr wichtig war. Und zwar ging es da um die Arbeitskultur und die Gesundheit. Das heißt, wie will ich arbeiten, war die Frage. Ja, und das hat ja in erster Linie jetzt erstmal nicht zum ersten Schritt mit Digitalisierung zu tun, sondern fließt da natürlich aber auch mit ein. Und aus diesen Ergebnissen dieser Interviews, die wurden analysiert, die haben wir aufbereitet, geclustert nach Themenbereichen und haben die natürlich diese Ergebnisse dann auch unserem Team in der großen Gruppe wieder vorgestellt. Und es war super spannend, dass es halt einfach extrem viele gemeinsame Nenner gab. Und wir haben
wirklich uns, das ist auch mal wichtig zu sagen, was ist aus diesen Ergebnissen geworden, ne? Dass man halt die Ergebnisse am Ende auch vorstellt. Und diese Offenheit und die Mitarbeit der Kolleginnen, die wir da halt genossen haben, muss man sagen, ist, glaube ich, ein elementarer Bestandteil dieses Prozesses. Nicht nur, weil er halt denen gegenüber einfach auch eine Wertschätzung gibt, sondern weil das, was da gesagt wird, das sind ja die Personen, die am Ende damit arbeiten müssen. Und das war wirklich einer der spannendsten Schritte, die sehr, sehr viel Zeit gekostet haben und das auch aufzubereiten. Aber am Ende, glaube ich, immer noch tagtäglich irgendwie die Ergebnisse zu spüren sind bei uns. Und das so zu der Anfangsphase. Ich mache jetzt einen großen Sprung in die Phase, wo wir schon sehr praxisorientiert waren. Das war bei uns die fünfte Phase. Da ging es dann schon darum, um Lösungen zu entwickeln. Und da habe ich einmal das Instrument der Quick Wins mitgebracht. Ich glaube, jeder kann sich das schon relativ einfach übersetzen, aber ich möchte natürlich nochmal erklären, was sich dahinter befindet. Und zwar haben wir versucht, zu einem bestimmten Punkt kleine digitale Teilprojekte zu finden, so nenne ich es mal, die motivieren sollen und Teilerfolge bringen sollen. Und die sage ich mal, Baustellen sind entstanden aus diesen Interviews unter anderem. Und wir haben versucht, kleine Teilprojekte zu finden, die vor allen Dingen kurzfristig, kostenbewusst und unkompliziert umgesetzt werden können. Damit das jetzt mal ein bisschen praktischer wird, habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, was bei uns ein sogenannter Quick Win war. Ich glaube, jeder kennt es, also oder vielleicht im besten Fall kennt es keiner. Bei uns war es damals, das ist jetzt ja auch schon 3 Jahre her, wenn wir Passwörter gebraucht haben, hatten wir einen tollen Post-it, da stand unser Passwort drauf, das Passwort klebte an unserem Rechner. Man bräuchte Zugänge für verschiedene Social-Media-Kanäle, auch die standen irgendwo in einem tollen Blog, was man sich so unter den Laptop geschoben hat irgendwo und wenn man ein Passwort braucht, hast du den anderen angerufen. Ein toller Quick-Win bei uns war die Einführung eines Passwortmanagers. Und zwar, der Hintergrund war aber nicht, dass wir das vorgegeben haben, sondern dass wir im Team gesagt haben, das ist das Problem. Wer hat Lust, sich damit auseinanderzusetzen? Und aus dem Team heraus ist dann ein kleines Projektteam entstanden, die dann zu zweit gesagt haben, wir haben irgendwie total Lust, uns damit auseinanderzusetzen. Das heißt, die haben die Recherche übernommen, den Kontakt zum Datenschutzmanager, sind in die Kostenanalyse gegangen, haben sich Demo-Versionen angeguckt und haben das dann aufbereitet, haben sich dann am Ende für eine Lösung entschieden und haben das wiederum dem ganzen Team vorgestellt als einen kleinen Mini-Workshop. So hatten wir halt einfach, kam die Lösung aus dem Team heraus. Die konnten sich super damit identifizieren. Es war deren kleines Erfolgserlebnis, was sie uns präsentiert haben im Rahmen dieser großen digitalen Strategie. Als zweites Beispiel, wie gesagt, als Info, ist schon alles 3 Jahre her. Bei uns wurde kritisiert, dass wir einfach keine gut funktionierende interne Kommunikation haben. Wir machen alles über E-Mails oder wir rufen uns an, aber wir haben jetzt nicht mehr auf die Schnelle, was isst denn du heute zum Mittag? Und dann haben wir wieder ein kleines Projektteam gebildet, die einfach auf die Suche gegangen sind, was es für interne Kommunikationstools gibt. Und wir nutzen tagtäglich jetzt ausschließlich Slack bei uns. Das wurde eingeführt, vorgestellt. Und alle sind super begeistert und keiner kann sich das Leben mehr ohne Slack bei uns vorstellen. Ja, das ist ein weiteres Beispiel und noch ein drittes Beispiel, was ich mitgebracht habe, was natürlich aber auch vorangetrieben ist durch die Corona-Situation. Wir haben bis vor 3 Jahren, hat glaube ich keiner von uns mit irgendeinem Videokonferenz-Tool mal gearbeitet. Wenn wir Termine irgendwo hatten, dann haben wir uns 3 Stunden ins Auto gesetzt und sind dorthin gefahren und sind danach wieder 3 Stunden zurückgefahren. Und also ich glaube, wie bei jedem anderen auch, Zoom gehört mit zum Alltag mittlerweile. Und wir hatten wieder ein kleines Projektteam, die recherchiert haben, was gibt es alles, und haben uns am Ende das vorgestellt und haben gesagt, das und haben das Doing vorgestellt, haben da Arbeitsanweisungen zu erstellt, wie so etwas funktioniert. Und das sind so 3 kleine Beispiele von Quick Wins, wo man sein Team super gut mit einbeziehen kann, wo die kleine Teilerfolge selbst mittragen und was einfach vor allen Dingen auch Spaß macht. Und das hat ganz viel Auswirkungen bei uns gehabt. Was wir aber noch in dieser Phase, wo es dann wirklich schon um Lösungen entwickeln ging, haben wir sehr viel noch mit einem Instrument gearbeitet und mit einer Vorgehensweise gearbeitet, die sich User Stories nennt. Und dazu wird Friedemann jetzt nochmal drauf eingehen. Genau. Und bevor ich das tue, beantworte ich nochmal 2, 3 Fragen, so en passant aus dem Chat. Und zwar wurde die Frage gestellt, ob die Interviews im Kickoff präsentiert wurden. Also das haben wir gemacht. Wir haben das geclustert und dann einfach nochmal vorgestellt. Allen und auch das, was jetzt kommt, User Stories, haben wir auch vorgestellt. Ich will aber kurz nochmal
den Punkt von Anne aufgreifen. Anne, habt ihr Open Source mit beachtet bei der Auswahl der Tools? Jein, nicht so an einigen Stellen nicht wirklich, weil wir da so ein bisschen an einigen Stellen das Thema hatten, die digitale Kompetenz bei allen Kolleginnen sehr unterschiedliche Niveaus hatten. Und ich will nicht sagen, dass Open Source immer userfeindlich ist, aber an einigen Stellen haben wir dann einfach auch Standardlösungen genommen, weil wir da schon mehr mit vertraut waren. So, User Stories, das sind im Grunde ja Anwendererzählungen, wo wir einfach nochmal konkreter werden wollten. Zum Kickoff ist immer sehr, also okay, da setzt man sich hin und dann erzählen irgendwie Insa und Friedemann irgendwie was und dann frage ich mich immer noch danach, was hat das mit mir zu tun? Und so langsam über diese Quickwins, aber auch über die User Stories sind wir dazu gekommen, das konkret und sehr individuell zu gestalten und nicht einfach so abstrakt zu belassen. Und die User Stories waren dahingehend sehr wichtig, dass sich wirklich jeder mit der eigenen Arbeit nochmal, wie auch in den Interviews, auseinandersetzen musste und reflektieren musste, konstruktiv nach vorne zu denken. Und so eine Anwendererzählung funktioniert folgendermaßen, ist auch auf der Folie zu sehen. In meiner Rolle als, weiß ich nicht, was auch immer, brauche ich, um den und den Nutzen zu haben. Und das ist gleich ganz zielgerichtet, nicht einfach nur zu sagen, ah, XY ist nicht so toll, sondern irgendwie, nee, ich brauche XYZ, damit ich zukünftig besser arbeiten kann. Und ich lese jetzt einfach mal eine Anwendererzählung von einer Kollegin vor und dann wisst ihr, wie wir das angegangen haben. Also die Kollegin schreibt, als Stiftungsassistentin finde ich es toll, alle Kontakte und Adressen in einem Tool zu haben und schnell darauf zugreifen zu können. Klassiker, glaube ich, welche Organisation hat die eigenen Kontakte und Adressen im Griff? So war das auch bei uns und das war eins der großen Themen, die wir in den Interviews identifiziert haben und dieser Punkt taucht auch in den User Stories hier auf. Wir haben alle User Stories eingesammelt, jeder war aufgefordert, so 3 bis 5 User Stories zu schreiben und haben die dann zusammengefasst, haben die in unserem Besprechungsraum an die Wand getackert und dann gab es wieder ein Meeting, ganz kurz, aber irgendwie 20, 30 Minuten. Wir haben Eis ausgegeben. Und beim Eisessen haben wir uns die User Stories mal angeschaut, um einfach allen auch zu zeigen, wie ist denn, weiß nicht, die Sichtweise der Kollegin, hat die dieselben Probleme, hat die dieselben Wünsche oder sind diese Wünsche meinetwegen ganz anders? Und das war sehr interessant, weil dann wirklich jeder auch so ein bisschen die ganze Bandbreite an Wünschen und auch an Rollen nochmal gesehen hat und das eine sehr, sehr konkrete Umgangsform damit war. Ein Punkt, der eben schon mal angeklungen ist, nämlich bei der Präsentation und den Teilen der Interviewergebnisse beispielsweise, Check-in. Auch das ist irgendwie genauso banal wie ein Kick-off, aber für uns war das total wichtig. Wir haben einen Prozess gehabt, Insa hat vorhin gesagt, irgendwie das erste Mal haben wir uns vor 5 Jahren damit auseinandergesetzt. Das heißt, das sind durchaus Zeitläufe, die so Marathoncharakter haben und weniger Sprints. Und gerade in solchen langen Phasen ist es wichtig, sich immer mal wieder zusammenzufinden und die Frage zu stellen, wo sind wir gerade, was haben wir schon geschafft, was steht denn jetzt an, welches sind die nächsten Schritte, was bereitet uns gerade Probleme, etc. Und da war Wider Sense immer mal wieder so ein externer Anlass, die gesagt hat, ach, wollen wir uns mal wieder austauschen. Aber wir im Kernteam, also auch Christine Schulz, die dritte Kollegin im Bunde, Insa und ich, wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, Mensch, was sind denn die nächsten Schritte? Und dann haben wir das wiederum in den Kreis der Geschäftsstelle getragen oder aber ein bisschen ausgezehrter, das zeitlich in die Gremien getragen. Wie haben wir die Check-ins genutzt? Wir haben das genutzt, ja, so wie ich es gesagt habe, zur Zwischenreflexion und zur Orientierung, wo stehen wir gerade? Manchmal gibt es auch so Phasen in so einem langen Projekt, wo man einfach durchhängt, wo man, wir haben eine ganze Zeit dafür gebraucht, so die Kriterien für die einzelnen Bereiche aufzustellen. Und das ist unglaublich zäh, weil man einfach Excel-Tabellen füllt und so eine Arbeitsbeschreibung macht. Und das ist jetzt gar nicht so richtig spannend. Aber es muss getan werden und dass man dann irgendwie mal durchhängt, da war Wider Sense auch echt Gold wert, denn Julia von Wider Sense, die hat sowas natürlich in anderen Prozessen auch schon durchgemacht und die hat das nicht überrascht und die hat dann irgendwie auch gesagt, ey,
guckt mal nach hinten, guckt mal in den Rückspiegel, guckt mal, was ihr alles schon geschafft habt. Das ist echt geil und es macht echt Spaß und ihr habt einen super Prozess und jetzt ist es gerade mal zäh, aber jetzt geht's auch wieder bergauf. Und das war dann manchmal so, ey, ja, stimmt eigentlich. Und wir haben es dann auch einfach mit Bildern geschafft, uns zu motivieren, weiß nicht, der tolle neue Katamaran, mit dem wir dann fahren, sozusagen gedanklich, und nicht das alte Holzboot, was irgendwie schon Macken hat. Und dann hat man natürlich auch gesehen, okay, irgendwie so wie unser Zeitplan eigentlich war, da müssen wir nochmal Anpassungen vornehmen. Das Leben spielt einem ja dann auch manchmal so ein bisschen mit. Beispielsweise gab es einen Personalwechsel bei WaterSense, sodass wir da nochmal ein bisschen justieren müssen. Wir haben zwar von vornherein auch Urlaub irgendwie eingeplant, aber manchmal kommt dann auch was dazwischen. Und dann ist es gut, einfach so ein Check-in nochmal zu haben und zu sagen, ey, müssen wir nochmal 2 Wochen schieben oder eigentlich macht es jetzt keinen Sinn, diese Phase zu machen, sondern lass uns das andere vorziehen und das andere ein bisschen nach hinten schieben. Jetzt haben wir euch relativ viel von diesen kleinen Best Practices erzählt, die wirklich nur ein Impuls sein wollen. Und wir wollen jetzt auch sofort in den Austausch kommen. Als Takeaway gibt es für euch aber jetzt 3 Punkte, wie man richtig baden geht. So ein bisschen Takeaway à la Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, gibt es hier eine Anleitung, wie man es nicht macht. Und die Anleitung, der erste Punkt der Anleitung, wie man es nicht macht, wie man richtig baden geht. Also, am Anfang und am Ende des Projekts kommunizieren reicht völlig aus. Haltet die Kommunikation schlank, zu viele Informationen verwirren nur. Niemand kann von euch erwarten, immer 1:1 mitgenommen zu werden. Schließlich hat jeder von eurem Team auch genug im Tagesgeschäft zu tun. Punkt 2. Beteiligung macht alles nur kompliziert. Womöglich haben unterschiedliche Teammitglieder unterschiedliche Bedarfe, die man sowieso nicht unter einen Hut bringen kann. Ihr habt euch intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Irgendwer muss schließlich die Entscheidung treffen und am Ende muss es einfach nur funktionieren. Punkt 3. Planung und Projektkonzeption kosten viel zu viel Zeit und man kann sowieso nicht alles voraussehen. Spart euch die Zeit für die Planung, fangt einfach an. Am Ende interessiert sich niemand für einen guten Prozess. Am Ende erzielt das richtige Ergebnis.